Hallo zurück hier im Livestream. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Annalena und ich begleiten euch heute live durch den ganzen aktionsreichen Tag, den wir zusammen mit der Initiative Digital für alle organisiert haben. Über 2000 Aktionen sind bundesweit dabei. Vom hohen Norden bis an den südlichsten Rand in Deutschland konntet ihr heute schon Smartphone-Rallies für ältere Menschen besuchen. Kinder haben kleine Bienenroboter programmiert und auf vielen Marktplätzen konnten oder können immer noch Zukunftstechnologien entdeckt werden. Aber keine Bange, auch am Nachmittag ist noch viel geboten. Da geben wir euch später noch ein paar Tipps. Jetzt freuen wir uns erstmal, einen weiteren Partner der Initiative Digital für alle bei uns zu begrüßen. Das ist Professor Dr. Stepkin. Er ist Präsident des TÜV-Verbands. Herzlich willkommen. Guten Tag zusammen. Ja, unser Gespräch, das trägt den Titel Mobilität der Zukunft. Das klingt nach selbstfahrenden Autos und Flugtaxis. Aber welche Chancen bieten digitale Technologien denn heute schon Menschen im Bereich der Mobilität? Nun, was wir gerade erleben, ist so ziemlich der größte Wandel in der Geschichte des Automobils. Es finden nämlich mehrere sogenannte Disruptionen gleichzeitig statt. Also das Erste, was wir ja auch ständig sehen und mitbekommen, ist, dass der Benzinantrieb zunehmend durch einen elektrischen Antrieb ersetzt wird, dass auch in das Auto natürlich die Digitalisierung Einzug hält und dadurch zum Beispiel auch das autonome Fahren möglich wird. Das heißt, in Zukunft statt Benzin und Öl sprechen wir über Elektrik und Software im Auto und statt Individualverkehr demnächst über vernetztes Fahren und statt der berühmten Freude am Selberfahren dann vielleicht die Freude am Gefahrenwerden und beim Fahren dann eben auch andere Dinge machen zu können, als am Lenkrad zu sitzen und den Verkehr zu beobachten. Und das ist, wie ich gerade sagte, die größte Veränderung, die man bisher in der Automobilgeschichte festgestellt hat. Und das ist natürlich auch etwas, was auf unsere Geschäfte beim TÜV extremen Einfluss hat. Und die Digitalisierung ändert zum Beispiel das, was wir alle kennen vom TÜV, nämlich die sogenannte TÜV-Prüfung, also die Hauptuntersuchung. Da geht es nämlich in Zukunft eben nicht mehr nur um Rost und Öl, sondern da geht es zunehmend eben auch um Bits und Bytes, um eben diese Technologien sicher zu machen. Denn, das möchte ich gleich am Anfang sagen, der Purpose des TÜV insgesamt und damit auch der Hauptuntersuchung beim Auto ist ja, Menschen und die Umwelt vor technischen Risiken zu schützen. In einer Diskussion des TÜV-Verbands heute zum Digitaltag, da ging es um künstliche Intelligenz. Das ist also ganz einfach ausgedrückt der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf Computer zu übertragen. Künstliche Intelligenz wird ja auch im Bereich der Mobilität schon angewandt. Vielleicht können Sie uns da Einblicke geben, wie das aktuell schon eingesetzt wird. Klar, also im Auto kennen wir alle die sogenannten Fahrassistenzsysteme. Das sind zum Beispiel Abstandshalter oder auch Spurassistenten, alle möglichen Dinge, die das Fahren entweder bequemer machen oder eben auch digitaler machen. Und diese modernen Technologien werden heute schon eben durch künstliche Intelligenzalgorithmen gesteuert. Und da geht es natürlich auf der einen Seite um das Thema Sicherheit, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, dass wenn jemand ein neues Auto sich kauft, er vielleicht ein solches Fahrerassistenzsystem oder auch mehrere dann eben bestellt, dann ins Auto einsteigt und übrigens ging es mir bei meinem letzten Auto genauso, ich nicht sofort mit dem Umgang mit allen diesen Assistenzsystemen gleich vertraut war. Also man musste sich mal damit beschäftigen. Und wir haben im TÜV-Verband letztes Mal eine Umfrage gemacht. Und dabei kam heraus, dass also der Großteil der Fahrzeugführer, der Autofahrer mit Fahrerassistenzsystemen tatsächlich noch nicht wirklich Erfahrung hatte. Und damit sind wir nämlich eben bei einem Thema, was man oft vergisst. Also der Mensch muss bei all diesen Technologien im Vordergrund stehen und die schönste Technologie nützt nichts, wenn der Mensch damit nicht umgehen kann. Ja, ich glaube, das ist auch bei künstlicher Intelligenz so ein bisschen der Fall. Also das ist für viele ja so eine Art Blackbox. Man sieht es ja häufig auch nicht, kann es nicht so gut anfassen.
und es fällt dann schwer zu verstehen, wie es funktioniert. Und das kann viele auch verunsichern. Wie können denn da Vertrauen und auch die Akzeptanz hergestellt werden für KI-Technologien oder generell für neuere Technologien? Also ganz wichtig ist natürlich, dass man tatsächlich Vertrauen haben muss, um tatsächlich sich in einem Auto mit Fahrerassistenzsystem oder irgendwann ja vielleicht auch sogar autonom bewegen zu lassen. Und wenn man nicht jetzt 100%iges Vertrauen hat, nutzt man das doch nicht. Auch nochmal, ich sagte ja auch, ich habe natürlich ein Auto mit Fahrerassistenzsystem und wenn ich zum Beispiel die Spurhaltung nutze und dann auf einer vierspurigen Straße fahre, ist es auch mir schon passiert, dass zwischendurch eben auch übrigens aus Sicherheitsgründen sich der Algorithmus abgeschaltet hat, mir schon auch ein Signal gegeben hat, aber ich musste dann sehr schnell auch das Steuer übernehmen und durch sowas darf man natürlich nicht überrascht sein. Also das eine ist jetzt, wenn man das Thema Sicherheit und auch Akzeptanz spricht, geht es ja einerseits darum, dass man sicher sein muss, dass all diese Technologien mal wirklich überprüft worden sind. Funktionieren die auch so? Kann man sich echt drauf verlassen? Und da gibt es heute schon tatsächlich natürlich bei allen Autos die Verpflichtung, dass all diese Technologien während des Zulassungsprozesses überprüft werden. Und man kann heute 100%ig davon ausgehen, dass das alles auch sicher funktioniert. Auf der anderen Seite, ich sagte es gerade, das eine ist sozusagen die Technik, das andere ist der Mensch selber. Auch der Mensch muss sich natürlich mit diesen Technologien auseinandersetzen, wie sie bedient werden, wie man im Zweifelsfall damit umgeht, wie weit man sich darauf verlassen kann. Und diese Kombination aus Vertrauen in die Technologie, aber auch in das, und das Vertrauen auf der anderen Seite in die Benutzung der Technologie macht, glaube ich, das aus, dass man am Ende des Tages als Nutzer des Autos, als Autofahrer dann auch den Mehrwert von solchen Technologien tatsächlich auch erkennt. Also ich glaube, jeder von uns fühlt sich gelangweilt, wenn er auf der Autobahn im Stau steht und es immer Schritt für Schritt weitergeht. Und wenn man da also ein Fahrerassistenzsystem hat, was automatisch sozusagen diese Stauassistenzfunktion bietet, ist das etwas, was wir alle schätzen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch darauf verlassen können, dass wir mal kurz zur Seite blicken, dass dann das Auto auch tatsächlich bremst, wenn da vorne der Vordermann eben auch bremst. Welche Rolle kommt dem TÜV-Verband denn bei dieser Thematik zu, wenn es darum geht, den Menschen oder die Nutzerinnen und Nutzer mit den Technologien in Berührung zu bringen, vielleicht zu erklären, das Ganze erlebbar zu machen? Das ist ja auch quasi das Motto des Digitaltags, wo wir versuchen, eben mit ganz niedrigschwelligen Angeboten die Menschen zu erreichen. Gibt es da bei Ihnen Ansätze? Ja, das eine ist, dass wir tatsächlich natürlich dafür sorgen, dass in den sogenannten Zertifizierungsprozessen, also in den Zulassungsprozessen für die Autos, man davon ausgehen kann, dass all diese Systeme zu 100%ig funktionieren, in jeder auch noch so undenkbaren Situation. Also das ist mal das eine, wo wir als TÜV wirklich dazu beitragen, dass es hier überhaupt zu einer Akzeptanz dieser Technologie kommen kann. Das zweite, was wir aber natürlich auch machen, ist, dass wir versuchen, die Menschen darüber aufzuklären, wie man mit diesen Technologien umgeht, so dass man sie eben auch bedienen kann. Und da würde ich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ich glaube, in den heutigen Fahrausbildungen kann man da sicherlich auch noch ein bisschen zulegen, sodass also gerade auch junge Autofahrer, die neu überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen, dann vielleicht noch früher damit in Berührung kommen. Jemand, der wie ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren einen Führerschein hat, natürlich bringt man sich das irgendwann selber bei. Aber ich denke, gerade bei jungen Leuten ist es natürlich heute ein einfaches, das gleich in die Fahrausbildung mit einzubauen. Sie haben jetzt häufiger schon das Thema Sicherheit natürlich auch angesprochen, das bei digitalen Technologien und der Neueinführung ja besonders wichtig ist, auch beim Thema vernetzte Mobilität. Wie sieht es denn da auch mit Blick auf Datenschutz aus, wenn wir da auch die Sicherheit der Daten betrachten? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Unsere Autos heute sind ja im Grunde genommen fahrende Computer und es gibt darin hunderte von Sensoren, die jetzt die Fahrzeugdaten aufnehmen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass ein Fahrzeughalter, ein Autofahrer davon überzeugt sein kann, dass die Daten, die in seinem Auto aufgezeichnet werden und teilweise ja auch zum OEM, also zu der Automarke dann übertragen werden, aus verschiedenen Gründen, auch um hinterher auch die Reparaturen zu vereinfachen und aus anderen Gründen, dass er auf jeden Fall davon ausgehen können muss, der Autofahrer, dass seine Daten anonymisiert sind. Sprich, dass niemand Rückschlüsse ziehen kann darauf, wo jetzt jemand mit seinem Auto gerade hinfährt. Also das ist ganz wichtig und das ist heute auch gewährleistet. Und das ist zum Beispiel etwas, worauf man sich auch heute verlassen kann.
Ja, Herr Dr. Stepkin, München in 10 Jahren, wie werden Sie sich dann fortbewegen? Also ich glaube, ich werde mich vielleicht mehr öffentlich fortbewegen als heute schon. Natürlich habe ich wie viele andere auch ein 9-Euro-Ticket und nutze das auch, weil es macht nun wirklich samstags morgens keinen Spaß, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Wenn man nicht ganz früh fährt, findet man ohnehin keinen Parkplatz mehr. Und so, dass ich mit der Familie da regelmäßig auch öffentlich fahre. Ich glaube, dass diese Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln in den nächsten Jahren deutlich bequemer sein wird, weil natürlich durch digitale Hilfsmittel, jeder hat von uns ein Mobile-Phone in der Tasche und die Plattform, die man da findet, um mit dem sozusagen jeweils optimalen Verkehrsmittel irgendwo an sein Ziel zu kommen, dann immer besser werden. Und ich glaube, dass das gerade in einem Ballungsraum wie München in den nächsten Jahren zunehmend von Bedeutung sein wird. Sehr schön. Wir sind gespannt, ob das in 10 Jahren dann auch schon so aussehen wird oder wie genau das aussehen wird. Vielen Dank, Herr Dr. Stepkin, für die spannenden Einblicke in die Mobilität der Zukunft. Wir geben euch jetzt noch, wie versprochen, einige Einblicke, was euch am Digitaltag noch so erwartet. Schaut dabei auch gerne auf unsere Aktionslandkarte. Da findet ihr auch jetzt schon einiges zum Thema Mobilität und Smart City. Annalena, du hast einige Tipps. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Stepkin. Vielen Dank an Sie. Dankeschön. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, mehr zu Digitalisierung und Mobilität zu erfahren, der kann mal in Frankfurt an Main vorbeischauen. Gemeinsam mit dem Tech-Quartier lädt die Stadt zu einem interaktiven Ideenaustausch zur digitalen Verkehrswende Frankfurts ein. Stadtplanung zum Mitgestalten also. Und unter dem Motto menschlich, lebenswert, Stadt der Zukunft könnt ihr später in Hamm noch mehr dazu erfahren, welche Chancen eine smarte Stadt mit sich bringen kann. Direkt im Anschluss sendet das Saarland noch Grüße. Die Ministerpräsidentin Anke Rehlicker hat uns eine Videobotschaft zum Digitaltag zukommen lassen. Wir machen jetzt eine kurze Pause hier im Livestream und sind dann erst wieder um 15.45 Uhr wieder live zurück. Dann sprechen wir mit dem AWO-Bundesverband und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation BAGSO zum Einstieg in die digitale Welt. Bis dahin könnt ihr natürlich den Digitaltag auch über soziale Medien mitverfolgen. Postet gerne weiterhin eure Eindrücke mit dem Hashtag Digitaltag und landet so auf unserer Social Media Wall. Da könnt ihr also ganz Deutschland zeigen, wie ihr den Digitaltag erlebt und was ihr heute alles entdeckt. Wir freuen uns auf eure Eindrücke. Annalena, wir gehen kurz in Pause und freuen uns, wenn ihr dann gleich wieder einschaltet. Bis später, danke.